Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch einmal, wie ihr zwei DSL-Leitungen gleichzeitig nutzen könnt und somit euer Tempo im Internet verdoppeln könnt. Dieses Tutorial ist für alle die gedacht, die eben am, ja sagen wir mal, Arsch der Welt wohnen und deren DSL-Leitung nicht sehr flott ist und die das Problem haben, wenn jemand was downloadet, sei es ein Programm, sei es ein Film im Internet guckt oder was weiß ich was. Heutzutage ist man ja mit dem Smartphone auch im Internet und darüber werden Bilder verschickt. Und eine andere Person möchte etwas spielen, dann sind diese immer gleich gearscht, da die Ping sehr schnell nach oben geht. Und es gibt natürlich auch Leute, die gerne etwas mal schneller downloaden möchten und für ein Gigabyte nicht gerade 2 Stunden brauchen möchten. Deshalb habe ich hier mal dieses Tutorial erstellt, wie ihr 2 oder bis zu 4 DSL-Leitungen gleichzeitig nutzen könnt. Also sprich, diese ganzen kombinieren zu einer fetten DSL-Leitung. Was braucht ihr dazu? Ja, dazu ist ein bisschen Hardware notwendig und ein bisschen ein lockerer Geldbeutel, denn ja, ganz, ganz billig ist natürlich nicht. Als erstes brauchen wir mindestens 2 DSL-Leitungen. Dies kann durch verschiedene Methoden umgesetzt werden. Geht zum einen über die DSL-Leitung über das normale Telefonnetz, dann könnt ihr eine Kabel-DSL-Leitung haben, DSL via SAT, DSL via Funk, alles worüber eben DSL verfügbar ist, funktioniert. Ihr braucht am Ende schlussendlich nur einen Router, der einen LAN-Ausgang hat und dieser sollte, wenn möglich, DHCP unterstützen. Das braucht ihr eben zweimal. Ob ihr jetzt DSL über die normale Telefonleitung und dann die zweite über Kabel oder Satellit oder Funk nehmt, das spielt keine Rolle. Wir brauchen einfach nur 2 DSL-Leitungen. Wie ihr diese mischt, komplett egal. Dann brauchen wir noch zum guten Schluss einen speziellen Router, der das Ganze umsetzt. Das nennt man einen Load Balancing Router. Dieser kombiniert eben alle Leitungen und kann damit verschiedene Dinge umsetzen. Zum einen können wir diese Leitungen bündeln zu einer Gesamtleitung. Wir können auch die Leitungen auftrennen, dass zum Beispiel über Leitung 1 gespielt wird, über Leitung 2 Filme heruntergeladen werden, über Leitung 3 Dateien heruntergeladen werden und über Leitung 4 alle Handys zum Beispiel gehen. Oder eben nur Leitung 1 und Leitung 2. Zum Leitung 1 spielen, Leitung 2 downloaden. Das geht auch. Oder er kann es so verwenden, dass das ganze Internet nur über Leitung 1 geht und Leitung 2, 3 und 4 als Backup-Leitungen da sind. Somit könnte man beispielsweise, wenn man auf jeden Fall Internet braucht, Leitung 1 eine normale DSL-Leitung verwenden und Leitung 2 zum Beispiel DSL via Funk, da dort sowieso es nur Tarife gibt mit Datenvolumen. Und als Backup-Leitung reicht sowas dann mal aus. Dann müsst ihr nur noch diese Sachen miteinander verbinden. Da schauen wir jetzt gleich mal in Real Life an. Und jetzt sind wir soweit. Jetzt haben wir hier 2 DSL-Leitungen. Die eine haben wir hier über die Fritzbox und die andere haben wir hier über den Telekom runter. Und die beide habe ich jetzt jeweils hier mit einem LAN-Kabel, das andere geht hier runter, bestückt. Und hier an den Load Balancer Router angeschlossen von TP-Link. Wir haben das Ganze jetzt eingeschaltet. Wir sehen jetzt auch hier bei Power ist eine grüne LED. Bei Sys ist eine grüne LED, die jeweils blinkt. Warn ist orange, also 1 und 2 der Eingänge sind belegt mit Warn. 1 ist der Telekom Router, 2 die Fritzbox. Und 3 sowie 5 sind normale LAN-Geräte, eben die jeweiligen PCs und Switches. Sie blinken alle, das bedeutet, sie sind auf 1. Und nun können wir eigentlich mal in das Web-Interface. Habt ihr nun alles angeschlossen und mit Strom versorgt und den Rechner an den Load Balancing Router angehängt, dann kann's losgehen. Wir gehen als erstes in unseren beliebten Browser rein, das ist egal welchen ihr nutzt. Ich benutze jetzt hier einfach mal Nightly und dann browsen wir auf die IP-Adresse 192.168.0.1.
Solltet ihr einen anderen Load Balancing Router verwenden, könnte es sein, dass die IP-Adresse anders ist. Die IP-Adresse steht aber auf jeden Fall auf dem Load Balancing Router drauf oder in der Bedienungsanleitung. Schaut einfach daher mal dort drin nach, falls die IP-Adresse anders sein sollte. Dann landen wir hier beim TP-Link-Modell auf dieser Login-Seite. Nun müssen wir uns als erstes mal einloggen. Dazu sagen wir hier einfach mal Admin und Admin. Standardgemäß ist das so gesetzt. Dann haben wir uns eingeloggt und dann sollten wir eigentlich auch schon Folgendes sehen. Als erstes sehen wir hier natürlich die Informationen über den Router an sich, was gerade für Uhrzeit ist und wie lange er schon läuft. Also meiner läuft schon seit 32 Tagen problemlos. Und wir sehen hier unten bei den Warenverbindungen, wie viele DSL-Verbindungen wir angeschlossen haben und wie viele aktiv sind. Ich habe 2, wie ihr gesehen habt, und beide sind online. Wir sehen hier Linked Up, bedeutet sie sind eben online. Und hier haben wir noch Dynamic IP, das bedeutet auch, dass die Router den DHCP-Modus annahmen und dem Load Balancing Router die IP-Adresse von denen jeweils mitgeteilt haben, Status Connected auch. Wir sehen hier auch jeweils die IP-Adresse, welche der Load Balancing Router von den DSL-Modems bekommen hat, und wir sehen hier unten auch die IP-Adresse der jeweiligen Router. Waren 3 und 4 sind bei mir nicht verbunden, deswegen steht da nichts. Gehen wir ein bisschen weiter nach unten, sehen wir hier noch eine LAN-Verbindung. Das ist unser LAN hier. Und unten haben wir noch die CPU-Auslastung des Load Balancing Routers. Die ist sowieso nie hoch, also keine Ahnung, warum es die anzeigt. Wir gehen auf Quick Setup als erstes. Dieses Fenster sollte sowieso beim ersten Einloggen normalerweise bei euch auftauchen. Hier jetzt nicht, weil das ganze Ding ja sowieso schon läuft. Deswegen klickt da einfach auf Quick Setup, sollte dieses Fenster nicht kommen. Dann klicken wir hier auf Next, weil wir müssen das ganze Ding jetzt erstmal einstellen. Wir wählen hier aus, wie viel DSL-Leitungen wir verwenden möchten. Wir haben hier fürs Tutorial 2 Stück, also wählen wir 2 aus. Wenn ihr mehrere habt, könnt ihr diese natürlich 3 oder 4 wählen. Das ist dann euch überlassen. Dann drücken wir hier auf Next. Und nun müssen wir die erste DSL-Verbindung einstellen. Deswegen sagen wir hier WAN 1, drücken auf Next. Dann geben wir an, welchen Verbindungsstatus wir hier haben. Wir haben eine dynamische IP-Adresse, denn der DHCP-Modus in den Routern ist natürlich an. Sollte der Router von euch eine statische IP-Adresse haben, wählt er das an oder müsst ihr euch einloggen, nehmt ihr eben PPPoE. Dann drücken wir hier auf Next. Nun scannt der Router die anderen Router ab und verlangt natürlich von denen eine IP-Adresse durch den DHCP-Modus. Hat funktioniert. Wir drücken auf Continue und stellen jetzt die WAN 2 ein. Ebenfalls wieder gleich. Das müsst ihr halt jetzt so oft wiederholen, je nachdem wie viel DSL-Verbindungen ihr besitzt. Und je nachdem wie schnell euer Router ist, dauert das einen kleinen Moment. Wir haben jetzt beide Leitungen eingestellt, drücken wir also auf Finish und das war's eigentlich dann. Nun stellen wir die Leitungen noch ein bisschen perfekt ein, dass der Router auch auf jeden Fall damit klarkommt. Deswegen gehen wir hier noch auf Network, gehen hier oben dann in dem Reiter WAN auf WAN 1 und nun gebt ihr hier die Tempo, die Upstream und Downstream Bandbreiten eurer beiden DSL-Verbindungen ein. Ich habe ja gesagt, ich habe nur 2 3000er Verbindungen, deswegen kann ich hier bei Upload 445 Kilobyte eintragen und bei Download ganze 3000. Habt ihr schnellere Leitungen, könnt ihr natürlich mehr eintragen. Habt ihr langsamere Leitungen, dann tragt ihr ein bisschen weniger ein. Dies hat auch den Vorteil, dass wenn ihr eventuell beide Leitungen getrennt nutzen möchtet oder zusammen nutzen möchtet oder als Backup-Leitung verwenden möchtet, könnt ihr jeweils auch separat einstellen, welcher Rechner wie viel von der Bandbreite bekommt und von welcher Verbindung. Das gleiche macht er natürlich hier mit WAN 2 und dann drückt ihr natürlich hier oben auch auf jeden Fall auf Save. Ihr könnt hier oben noch ein Hostname angeben, also dann wisst ihr auch mit welchem Router ihr es nachher zu tun habt und dann sind wir eigentlich soweit fertig.
Unterladen könnt ihr natürlich hier noch eine IP-Adresse von dem Load Balancing Router sowie DHCP-Funktionen einstellen, wenn ihr das möchtet. Ihr habt auch Zugriff auf die MAC-Adressen sowie auf den Switch. Und ja, dann war's das eigentlich schon. Mehr brauchen wir nicht machen. Nun können wir ins Internet gehen. So, machen wir nun einfach mal einen Speedtest zum gucken, ob das Ganze funktioniert. Das Ganze machen wir jetzt am besten mal bei der Telekom, denn dort habe ich ja auch meinen Anschluss gebucht. Der Anschluss kann ich jetzt auf 6000 setzen. Ich habe zwar 2-3000er bloß, aber sollten jetzt auch 6000 ankommen. Deswegen drücken wir jetzt hier einmal auf Starten und wir sehen auf einmal, hups, da kommen ein bisschen mehr an als nur 3000. Ich bekomme jetzt die komplette 6000er Leitung, wie wir gerade gesehen haben. Doch der Upload scheint nicht so gut zu sein. Ja, das hat einfach den Grund, dass wir beim Downloaden von mehreren Servern gleichzeitig herunterladen können. Es gibt auch wahrscheinlich mehrere Server, wo die eine Datei liegt, die wir herunterladen. Und dann funktioniert das Ganze auch mit dem Downloaden über zwei oder mehrere Verbindungen. Damit können wir auch eine schnellere Downloadrate erzielen. Der Upload hingegen, der kann nur immer über eine Leitung stattfinden, weil die Server immer nur über eine Leitung den Upload akzeptieren. Deshalb ist unser Upload ein bisschen schlecht, beziehungsweise er läuft eben nur über eine Leitung, was bedeutet eben, es ist nun mal so. Und wir kriegen eben nur das Tempo von einer Leitung. Der Ping, der ist momentan bei 65 Millisekunden bei diesem Test. Das reicht für meine Verhältnisse hier komplett aus. Ist zwar nicht Weltrekord, aber besser geht bei mir nun mal nicht. Surfen ist jetzt hier momentan bei 2846 Millisekunden. Der vergleichbare Durchschnitt, was es hier gerade anzeigt, ist 860 Millisekunden. Das hängt einfach dabei zusammen, dass der Load Balancing Router dazwischen hängt und der eben kurz dann entscheiden muss, du gehst da lang, du gehst da lang. Das muss man halt dabei bedenken. Und die Schwankungen fallen ebenfalls durch den Load Balancing Router aus mit 3%. Ich kann aber euch sagen, das merkt ihr nicht. Surfen geht problemlos, schnell, damit doppelt so schnell wie vorhin natürlich. Und beim Zocken stört das nicht, weil Zocken geht sowieso dann nur immer über eine Leitung wieder durch den Upload. Und deshalb Zocken ist auch problemlos möglich und Downloaden nebenbei ist auch problemlos möglich. Und die Schwankungen, die kriegt ihr sowieso nicht mit, es sei denn, eine DSL-Leitung fällt mal aus, weil der Provider Scheiße gebaut hat. Nun zeige ich euch natürlich zu guter Letzt noch, wie ihr es hinbekommen könnt, dass beispielsweise Spiele über die Leitung 1 laufen und Downloads über die Leitung 2, 3, 4. Das ist nämlich gar nicht so schwierig. Man muss nur wissen, wie es funktioniert, da es bei diesem Load Balancing Modell ein bisschen vom Webinterface her ja nicht ganz so einfach und benutzerfreundlich ist. Wir wechseln zurück in unser Webinterface und klicken hier mal auf Advanced. Dann drücken wir auf Load Balancing und wählen hier Policy Routing an. Ihr seht jetzt schon mal, ich habe einiges vorgefertigt. Was hat das Ganze zu bedeuten? Ganz einfach. Wir wählen hier, also hier unten habe ich schon mal eine Liste mit vorgefertigten Protokollen. Unter anderem haben wir hier unten natürlich auch Surfen. Also das geht hier für SSL-Leitungen Port 443, Port 80. Oh, Ports. Ja, genau. Denn der Load Balancing Router arbeitet mit Ports. Er weiß nicht, wie eine Website heißt, er weiß nicht, was für Daten ihr darüber versendet, aber er weiß, welche Ports ihr dafür verwendet. Deswegen müssen wir Regeln auf Ports definieren. Wisst ihr also nicht, was für ein Programm welchen Port benutzt, dann habt ihr eben jetzt ein kleines Problem. Das müsst ihr nämlich jetzt erstmal herausfinden. Also, wie kann ich nun im Load Balancing Router beibringen, dass zum Beispiel diese Downloads, die sowieso übers normale Webprotokoll laufen und die Ports 80 sowie 443 verwenden, dass er die auch so regelt? Ganz einfach. Wir wählen hier oben einmal aus, welches Protokoll wir hier verwenden.
Dazu benutzen wir ganz einfach das Protokoll TCP/UDP. Wer den Ping noch setzen möchte, verwendet das Protokoll ICMP. Also somit könnt ihr, wenn ihr beispielsweise zwei Leitungen habt und eine hat eine hohe Ping, beispielsweise DSL über Satellit, könnt ihr den Ping über die normale DSL-Leitung schicken lassen und habt damit eine gute Ping. Wir wählen hier aber mal das Protokoll eben TCP/UDP aus. Nun wählen wir hier, also hier an Source IP und Destination IP ändern wir nichts. Weil 0.0.0.0 bedeutet, alle IP-Adressen gehen auf alle IP-Adressen. Also wir haben dann keine Einschränkung. Möchtet ihr dort eine Einschränkung haben, dass nur die IP-Adressen im Bereich von 1 bis beispielsweise 50 die Leitung so und so nutzen können, könnt ihr das tun. Hier im Tutorial lassen wir es aber mal. Bei SourcePort lassen wir das Ganze so, also von 1 bis 65.535. Bei Destination Port allerdings tragen wir jetzt unseren Port ein, wo es hin soll. Wenn wir also beispielsweise das Surfen auf Leitung 2 haben möchten, wählen wir das Ganze einfach so aus, dass wir hier den Port 80 eintragen und dass wir ein bisschen einen Bereich dann reinbekommen und irgendwelche Überlagerungen rausbekommen, sagen wir das Ganze bis Port 81. Ist meine Empfehlung, funktioniert dann auf jeden Fall gut. Nun wählen wir noch an, welche DSL-Verbindung wir dafür verwenden möchten. Wir sagen beispielsweise über Leitung 2 wird gesurft und gedownloadet, also setzen wir hier einen Haken rein. Möchtet ihr das über beide Leitungen verwenden, setzt ihr hier einen Haken rein, dass beide Leitungen markiert sind. Dann könnt ihr hier unten noch einen Zeitraum festlegen, wann das Ganze denn aktiv sein soll. Standardgemäß ist es so drin, dass es die ganze Zeit aktiv ist. Hier könnt ihr noch eine Beschreibung angeben und das ganze Ding natürlich auf aktiviert setzen. Dann klickt ihr hier oben auf Add und diese Regel wird dann hier ganz unten eingefügt. Das könnt ihr jetzt mit allen Ports machen, die ihr so ein bisschen möchtet. Ich habe das hier, wie ihr seht, schon mal gemacht. Beispielsweise habe ich hier jetzt den Ping auf meine DSL-Verbindung 1 gesetzt. Dann habe ich hier Internetradio auf die DSL Nummer 2 gesetzt. Den FTP-Upload auf DSL 1. Ein Spiel namens Trackmania auf DSL-Verbindung 2. Dann haben wir hier den TeamSpeak-Client. Da müsst ihr natürlich die Ports jeweils angeben, wenn ihr wisst, welche Ports die Server verwenden. Ich habe sie jetzt hier von meinem Standard TeamSpeak Server, den ich sowieso habe. Der hat den Port 8888 bis zu 9987, was der Standard TeamSpeak Port ist, gesetzt. Also in dem Bereich ist dann bei mir sowieso TeamSpeak. Das geht auf Leitung 1. Surfen haben wir hier, ist Leitung 2. Dann haben wir hier noch für beispielsweise Arma 3. Das Ganze läuft dann über Leitung 1. So wie Livestream, das läuft über den Port 1935, falls euch das interessiert. Das läuft bei mir ebenfalls über die Leitung 2. Schlussendlich, was ich aber auch nach ein bisschen Googlen erst rausgefunden habe, müsst ihr, wenn ihr diese Regeln verfasst habt, ganz zum Schluss Folgendes angeben. SourcePort 1 bis 65.535 und Destination Port 1 bis 65.535 auf eine DSL-Leitung. Warum? Sämtliche Ports, die nicht hier oberhalb dieser Regel vergeben sind, also alle anderen Ports, die ich hier nicht eingetragen habe, wandern automatisch dann auf die ausgewählte DSL-Verbindung. Macht ihr das nicht, teilt sich das komplette restliche Gewusel auf alle Leitungen wieder getrennt auf. Dann wisst ihr so, dann kann es passieren, dass ihr, wenn ein Spiel, ein Programm oder sowas downloaden möchte, dass diese automatisch alle Leitungen beziehen. Deshalb, die restlichen Ports lasst ihr am besten, ihr müsst als letzte Regel eben diese angeben und jeweils eben die DSL-Verbindung auswählen. Ansonsten habt ihr eventuell ein leichtes Durcheinander. Das nur ein Geheimtipp von mir. Möchtet ihr nun
ein paar Regeln deaktivieren oder mal wieder aktivieren. Dann habt ihr hier hinten zum einen einen Bearbeitungsbutton, dann könnt ihr es hier aktivieren oder ihr drückt einfach hier auf das rote inaktiv bzw. hier auf den grünen Haken dann drauf zu aktivieren und dann könnt ihr hier alle Regeln wieder aktivieren oder deaktivieren. Somit könnt ihr beispielsweise, wenn ihr alleine zu Hause seid und ihr möchtet etwas herunterladen, und zwar flott, könnt ihr einfach hier die Regeln für normal, den normalen Webbrowser, also normales Surfen, sowie die restlichen mal kurzzeitig deaktivieren. Dann könnt ihr wieder alle Leitungen verwenden und wie ich hier jetzt momentan mit 6000 Kilobits downloaden. So, das war das ganze Hexenwerk an Tutorial. Und jetzt könnt ihr das nachmachen. Wenn ihr ebenfalls diesen Router, diesen Load Balancing Router besitzen möchtet, schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich den mal verlinkt. Könnt ihr kaufen. Wenn ihr ihn dort kauft, unterstützt ihr mich ein kleines bisschen damit. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch das kleine Tutorial gefallen hat, drückt das Däumchen nach oben. Hinterlasst eventuell einen netten Kommentar, wenn Fragen sind, dann ebenfalls. Wenn ihr Fragen habt, schaut eventuell erstmal in die Kommentare vorbei. Eventuell ist da die Frage schon mal geklärt. Dann muss ich nicht fünfmal die Frage beantworten, obwohl es dieselbe war. Hinterlasst eventuell, wenn euch mein kleiner Kanal hier gefällt, ein Abo. Und empfehlt mich auf jeden Fall euren Freunden weiter. Bis dahin.